Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Jahreswechsel ist es üblich, danach zu fragen, was das neue Jahr alles bringen wird. Wir befragten für Sie die zuständigen Fachleute. Den Showstar Uric Eller treffen wir gerade beim Mittagessen. Herr Eller, wollen Sie unseren Sehern voraussagen, wie das nächste Jahr sein wird? Ja, das nächste Jahr, wenn Sie mir lassen, Zeit zu konzentrieren. Das nächste Jahr, es wird, das nächste Jahr, es wird bald. It's crazy, wenn es die Kamera in der Nähe ist, will nicht gelingen. Nächste Jahr. Was Sie wollten wissen? Das nächste Jahr. Das nächste Jahr, werden das nächste Jahr bestimmt 1975, ja, ich bin ganz sicher, 1975, und es werden in Österreich, werden viele Uhren bleiben stehen. Das beweist wieder, die Physik steht Kopf bei Uric Eller. Wir sind nun bei Hannussen 3, dem neuen Hellseherwunder aus Sachsenheim. Guten Abend. Was hellsehen Sie für 1975 voraus? Also ich sehe schwarz. Das heißt, ich habe aus Versehen meine Brille vergessen abzunehmen. Was wird das Jahr 1975 bringen? Gutes und Schlechtes. Unbedingt. Sie glauben, 1975 werden die Preise weiter steigen? Im Jänner werden sie noch an 31 Tagen steigen, aber im Februar nur noch an 28 Tagen. Wie arbeiten Sie meistens? Durch Handauflegen. Das ist sehr erfolgreich, also Handauflegen. Und wo legen Sie bei Ihren Klienten die Hand auf? Immer auf Ihren Brieftaschen natürlich. Und jetzt besuchen wir eine heimische Größe auf dem Gebiet der Zukunftsforschung. Frau Dolores Quaffin. Frau Quaffin, könnten Sie unseren Fernsehzuschauern sagen, was das Jahr 1975 alles so bringen wird? Natürlich kann ich das, natürlich. Ja, und welche Methode wenden Sie dabei an, um in die Zukunft zu blicken? Methode? Ich brauche keine Methode. Ich brauche keine Kristallkugel. Ich brauche keinen Tisch am Rücken. Ich mache ja niemanden deppert, nicht? Ich habe mein ägyptisches Drambücher. Ich habe meine Karten, Rosa, Karten. Und manchmal tue ich auch Handlesen, ne? Da haben Sie die Sonnenlinie, die Kopflinie, Lebenslinie, Herzlinie, Venusring, ne? Aber weil Sie so ein sympathischer junger Mann sind, werde ich mein altbewährtestes Hausmittel anwenden, den Kaffeesatz. Rosa, den Kaffee! Los. Wollen Sie mal probieren? Mein Hand... Ja, wenn es sein muss. Also warten Sie, passen Sie auf. Ja, gleich Hand. So. Also, 1975 wird die Liz, die Della, sich scheiden lassen. Der Willi wird zurücktreten, der Brandt. Und Deutschland wird Fußballweltmeister. Ja, aber das ist ja alles schon 1974 vorgefallen. Ach so? Rosa, hast du mir schon wieder den alten Kaffee gebracht?